Hey, Schussler, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Oh yeah. Und heute... Das müsste reichen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das Arbeit unserer Bühne, das schick aussehen. Ich bin der Elektro-Club-Meister. Er ist toll. Ups, tut mir leid. Wie sieht's aus? Willst du gegen mich? Wie ist es? Ja, möchte ich. Warum steht es ausgerechnet der Mafia? Die Funken fliegen. Zeigt mir, was der Elektro-Pokémon drauf hat. Gott, siehst du kacke aus. Okay. Was haben wir hier eigentlich nochmal? Wenn meinst du bei Kopf, darfst du ein Pokémon nach einer beliebigen Basis oder Evolutionskarte durchsuchen. Zeig deinen Gegner. Okay. Ich habe nur Elektroenergie auf der Hand. Das heißt, am schlauesten wäre Pikachu. Ja, und Pikachu in den Ring. Und feuern ein Ponita hinterher. Ja. Okay. Ah ja, stimmt. Solche Dinger gehen dir mit 6 Preisen, also... Ja. Okay, ich darf nicht anfangen. Auch okay. Okay. Ein Electek. Dönerschlag. Aha! Glück gehabt. Ziemlich starkes Basisvieh, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, Dickda, mein Retter. Allerdings brauche ich erstmal Pikachu, um ein bisschen Schaden machen zu können. Ja, wir können nichts anderes als nagen. Also beißen wir ihm Moa ab. So wie man es im Ring macht. Man beißt ihm das Ohr ab. Er macht weiter Donnerschock. Ach, Donnerschock, nicht Schlag. Oh, Glück. Danke, Münze. Ich muss dir ein Opfer bringen, ich weiß das. Ein Trank. Ganz ehrlich, den möchte ich eigentlich ja noch nicht verwenden. Ich könnte es zu Raichu entwickeln. Aber Raichu braucht so einiges und ich habe momentan gar nichts. Mein einen Angriff überlebe ich noch. Dann sollte ich vielleicht entwickeln, einfach um Zeit zu schinden. Weil jetzt gerade habe ich nichts. Aber ich setze einfach mal den Pokéball ein und hoffentlich... Ja! Weder eine Evolutionskarte oder Basismove von deinem Deck. Ich hätte gern... Ich glaube, ich hätte da gern Dickdry. Ich hätte aber lieber gern so einfach so... Achso, okay, gut. Wähle eine Pokémon-Karte. Okay, gut, dann nehmen wir Dickdry. Dann nehmen wir Dickdry, weil er kann Dickdry im Grunde nichts anhaben. Jetzt haben wir Dickdry. Sehr schön. Dickdry braucht auch zwar so einiges, aber... Ja, er hat eine Donnerresistenz, also... Mit dieser Donnerresistenz können wir so einiges gegen ihn aussitzen. Da kann er uns verdammt wenig. Und ja, okay, gut, nochmal ein Donnerschlag. Wenn wir jetzt gelähmt sind, ist egal. Sagt er und kriegt aufs Maul. Na okay, ist egal, wir können es trotzdem entwickeln lassen, es ist kein Problem. Glumanda, falscher Zeitpunkt, mein Freund. Falscher Zeitpunkt. So, wir entwickeln einfach zu Raichu, einfach um Zeit zu schinden. Mal wieder haben wir keinerlei... Ja. Wir müssen das aussitzen jetzt. So blöd das ist. Ein Kangama, oh Gott, ne. Und ein Magneton. Das ist ein Albtraum. Dönerstock! Okay. Ich meine, ich kann einiges an Zeit schinden, leider, aber ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Glück, was die Dings angeht. Sagte er, bekam einen Trank. Und können wir den auch nutzen, ganz einfach. Ich brauche Glück, ich brauche Energiekarten. Problem ist, ich habe ja momentan nur Elektro-Energiekarten, weil ich hier die ganze Zeit in der Elektro-Arena rumlummel. Vielleicht sollte ich einfach mal in den Kampfclub gehen. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Ah, das lief ja super.
Well, that escalated quickly. Magnetilo? Komm schon! Kann doch nicht wahr sein. Ja, komm. Wir haben mal wieder das Glück, wir ziehen all unsere Basis-Pokémon. Aber momentan sind wir an einem relativ guten Ende, das einfach mal auszusitzen. Bis auf das Kangama, das würde höchstwahrscheinlich mein Gesicht ficken. Aber er kann weiter auf mich einschlagen. Und ich glaube, er hat seinen Spaß dabei. Close enough. Okay, aber Feuerenergie ist immerhin etwas. Fuck Ponita, ganz ehrlich. Ich kann mit Raichu vielleicht, wenn ich Glück habe, nochmal angreifen. Wenigstens mit Agilität. Und damit kann ich noch ein bisschen was drehen vielleicht. Aber dafür müsste ich endlich mal Energiekarten ziehen. Wenn er mir jetzt... Super, selbst wenn ich welche ziehe. Aber ich kann das Ganze aussitzen. Und oh mein Gott, warum muss ich gehen? Es tut mir leid. Ich bin heute verdammt früh wach geworden. Energie. Ja, Donnerenergie auch noch. Sehr gut. Könnte zwar gerade nicht angreifen, aber das ist halbwegs egal. Wir heilen den nochmal, Raichu. Weil du kannst jetzt, hast jetzt doch noch ordentlich an Wert. Wenn ich jetzt mal zum Angriff kommen würde, dann könnten wir noch zurückschlagen gegen Electek. Das ist jetzt Comeback hier. Super Comeback. Ja! Sehr gut, keine Lähmung. Das heißt, 20 Schaden. Wenn wir Glück haben mit Schutz, dann greift er nicht an. Feuerenergie, na geht doch. Das ist zwar nichts für Diktri, aber wir können es Ponita geben. Doch, ja, wir können es Ponita geben, weil das hier wäre sinnlos. Also setzen wir Agilität ein. Na los. Ja! Die Dinge wenden sich zum Guten. Und er kann nicht angreifen. Sehr gut. Beziehungsweise er könnte, aber... Na, Feuerenergie jetzt nicht unbedingt das Geilste. Warte mal, hatte Diktri nicht, Ja, für Schlitzer brauche ich das. Also kann ich ihm eigentlich auch einmal Feuerenergie geben. Mein Gott, das wäre Ponita. Du brauchst nicht alles an Feuer. So. Wir gehen weiter mit Agilität ran. Vielleicht können wir damit echt was reißen. Oder auch nicht. Aber okay. Das Ganze könnte jetzt immer noch schlimmer werden. Setz Tausch ein. Er killt jetzt damit höchstwahrscheinlich gleich sein eigenes Vieh. Und Magneton. Und sich selber. Das ist mehr vernichtend für ihn selber als für mich. Irgendwo. Weil sein Electek ist damit auch kampfunfähig. Sein Kangama erhält 20. Und Voltoball. Ja, Ponita ist mir egal und... Diktri kann sowas ab. Also jetzt gerade... Ich kann zwei Preise nehmen, während er nur einen nehmen kann. Und ich habe Bill gezogen. Das ist verdammt gut. Wir nehmen erstmal Ponita. Ja, gegen Voltoball, ja. Das ist okay. Hab ich nochmal Glück gehabt. Wir haben Bill. Das ist sehr gut. Zwei Karten. Kampfenergie, ja! Und Glumanda. Okay, Glumanda ist mir relativ Wurst, aber Kampfenergie ist gerade das, was ich brauche. Das war allerdings blöd von mir. Okay, kein Problem. Wir packen Magma noch auf Ersatzbank. Sicher, sicher. Er kann eh nur Tackle. Also nichts wirklich, was uns wehtun würde. Also können wir eigentlich einen Zug überleben. Okay, das mit Magneton aber eben war ein interessanter Zug von ihm, muss man ihm lassen. Hat mehr mir was gebracht als ihm, irgendwo. Weil ich habe dadurch zwei Preise gewonnen, er nur einen. Das war irgendwo faszinierend. Ein Hyperheiler. Ah, warten wir in der Hinterhand. Und einmal Feuerenergie auf Ponita. Flammenrad. Flammenpfad. Warum auch ein Pfad? Ja, natürlich, natürlich, warum nicht? Kampfunfähig, sehr gut. Gib mir einen Preis. Fukano, ernsthaft? Okay, Electek. Electek ist ein kleines Problem. Ich habe immer noch Diktri in der Hinterhand und Diktri kann den ganzen Scheiß einfach nur tanken. Noch ein Electek auf die Bank.
Und noch eine wie viele Electex hat der? Dönerschlag. Ja, also so oder so. Ist egal. Sagte er. Und wurde noch extra gelähmt. Super. Super. Ja. Mag ich. Warte mal. Ach komm, Diktri. Diktri hat Immunität. Und wenn ich jetzt mal Glück hab? Natürlich nicht. Aber okay. Okay, wir haben was auf dem Feld, wo er nichts gegen ausrichten kann. Und wir können Magma pushen. Ja, wir müssen leider aussetzen. Wir müssen das leider aussetzen. Aber er kann gegen Diktri nichts anhaben, von daher. Außer er haut Kangama rein, dann wird's ein bisschen kritisch. Hä? Das macht er nur wegen Lähmung, oder? Das macht er nur wegen Lähmung, der Sack. Nimmt keinen Schaden, Resistenz. Aber er macht's wegen Lähmung. Du Sackarsch. Feuerenergie, okay, wenigstens Energie. Magma, hier. Ich könnte mich hyper... Wozu soll ich mich hyperheilen? Ich kann eh nicht angreifen. Warum soll ich mich hyperheilen, wenn ich eh nicht angreifen kann? Ich brauche nochmal eine Kampfenergie. Komm schon. So, krieg ich noch eine Kampfenergie, dann ist Schluss für ihn. Dann ist der Schlussstrich gezogen. So, kein Schaden, keine Lähmung. Mein Freund, merkt ihr das? Merkt ihr das? Donnerenergie. Ernsthaft? Habe ich irgendwas Elektromäßiges auf der Hand? Ja, ich habe Magnetilo. Ja, Magnetilo kann nerven. Packen wir es wenigstens in guten Sinn, von daher. Diktri tankt das schon. Ja, der will immer... Warum will er immer versuchen, mich zu lähmen? Ich meine, ich habe einen Hyperheiler auf der Hand. Mir kann es egal sein. Selbst wenn ich jetzt irgendwann mal gelähmt werde, kann ich trotzdem zurückschlagen. Oh, Magneton. Für Notfälle mal in die Luft jagen. Energie hat ihn nicht mehr, ne? Nö. Ich realisiere nur gerade, ich wäre wahrscheinlich der Erste, der decktot gehen würde, wenn es danach geht. Ach ja, lähm mich doch, mein Freund. Ist mir doch Wurst. Lass mich so viel lähmen, wie du willst. Donnerenergie. Hey, hier. Hast was. Ich gucke mir immer gerne meine Hand nochmal durch und denke mir, fuck no, keine Energie. Ich muss echt, glaube ich, als nächstes in den Kampfclub, damit ich Kampfenergie kriege. Damit ich Kampfenergie farmen kann einfach. Ist mir egal, was du tust, Digga. Oh Mann. Ja, der will mich einfach nur lähmen, aber ich glaube, er hat auch nicht... Ja! Dude, jetzt ist Game Over. So. Und der Hyperheiler, weil ich habe keinen Bock auf dich zu warten. Angriff, Schlitzer, hasta la vista. Badaboom. Gute Nacht, Sir. Feuerenergie. Okay, Kangama könnte jetzt ein bisschen witzig werden. Es ist schon angeschlagen. Und die Fans, ja, jetzt will er, was? Der kann Karten ziehen damit? Sein Kangama ist zum Kartenziehen da? Cool, jetzt ist er derjenige, der Deckton gehen würde. Auch nicht schlecht. Hey, Mashox, geht. Trotzdem, selbst mit dem Defendant mache ich ihm trotzdem immer noch Schaden. Sollte. Aufgrund von Schwäche. Im Grunde hat er seinen Tod nur gerade verhindert für den Zug. Und kann weiter Karten ziehen. Aber er kann mir keinen Schaden machen, also mein Diktri ist sicher. Doppelfarblos-Energie. Lass mich mal was checken. Aha. Moment nochmal. Okay, er hat zwei Donner-Energie, also Hand, Doppelfarblos auf Magneton. Für den Fall der Fälle, dass mal was in die Luft fliegen muss. So, Kangama, tschüss. Aber ich glaube, wir haben das relativ in der Tasche. Er kann eigentlich nicht mehr viel gegen uns machen. Er kommt nicht an Diktri vorbei. Und er hat jetzt nur noch ein Pokémon, was an... Ja, ein Voltoball. Ich meine, ich bitte dich. Ein Voltoball. Er kann nicht mal angreifen mit dem Ding. BZW, er könnte, aber warum soll er? Digga, Game Over.
Ich brauche nicht mal Schwäche dafür. Ba-boom! Oh yeah! Alle Preise! Game over, mein Freund! Das lief besser als erwartet! Wie konnte mein Elektrodeck verlieren? Wie schockierend! Nimm diese Elektromedaille als Beweis auf einen Sieg über mich! Gnorr hat die Elektromedaille gewonnen! Und hier, eine Boosterpackung. Geil! So, mal gucken, was haben wir denn da? Ein ziemlich hässliches Raichu? Gigashock? Was zur? Wenn drei Pokémon auf der Bank deines Gegners seinen... Oh, so ein Ding ist das. Doppelfarblos Energien, Blitzer. Noch ein Pikachu, Mauzi, Ammonitas, Oh geil, Mankey. Das ist cool. Aber keine eine doppelfarblose Energie, beschwer mich auch nicht drüber. Ein Pipi Pokémon Center. Was haben wir denn da? Entferne alle Pokémon abgelegten Schadensmarken, entferne dann diesen. Oh, gefährlicher Zug. Cool eigentlich. Ich werde einfach keinen verbessern. Komm bald wieder. Miau, du Sack. Na, das lief ja super. Das lief besser als erwartet. Ach nee, warte, ich glaube, ich kann gar nicht in, nur mal so, ich glaube, ich kann gar nicht in den Kampfclub. Aber ich könnte in den Steinclub. In den Steinclub, dafür sollte ich vielleicht... Wo ist eigentlich der Kampfclub? Da unten ist der Kampfclub. Ich glaube, der ist leer. Wenn mir die Ehre. Ja, weitestgehend. Ich glaube, die waren immer hier überall irgendwo verstreut. Die musste man, glaube ich, überall finden. Das waren ganz merkwürdige Menschen. Ich glaube aber im Steinclub, da könnte ich, glaube ich, gute Karten haben. Gott, ist das hier langweilig. Was bist du denn? Ich bin Olaf, der Meister Steinclubs. Steine sind klasse. Wenn ich toll genau... Nein, ist hart und stark, zerbrechlich und nicht unter mich unter Druck. Wenn du gegen mich gespielt hast, wirst du nur los mal. Moment, du bist nicht der Chef hier? Du bist nicht der Chef hier? Okay, dann bist du halt nicht der Chef, okay. Wir gucken, glaube ich, nochmal unser Deck ein bisschen durch, die letzten paar Minuten, die wir noch haben. Weil, Elektro-Pokémon sind eine ganz schlechte Idee hierfür. Ich glaube, ihr wisst, warum in etwa. Ich habe 6 Pflanzenenergie. Wie viel Donnerenergie? Ich habe 8 Donnerenergie. Ich glaube, ich habe gerade eine Türklinge gehört, aber es ist mir gerade irgendwo egal. Oder auch nicht, ich habe mich geirrt, okay. Ach nee, das ist das behinderte Telefon, was hier andauernd mal klingelt. Das ist es. Ich könnte jedoch... Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir nehmen die ganzen Elektro-Pokémon, nehmen sie raus, inklusive sämtlicher Elektroenergie, feuern dafür Pflanzenenergie rein und nehmen dafür ein paar Pflanzen-Pokémon rein, wie zum Beispiel hier, ich habe doch Mirapla irgendwo, oder? Bin mir sicher, ich habe keinen Mirapla. Wirklich. Aber dich kann man spielen. Dich nehme ich rein. Und du könntest doch praktisch werden. So, Wasser haben wir ja nicht wirklich, was? Jetzt müssen wir aber irgendwie 4 Sachen reinkriegen. Gesang und Metronom. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das eine, wähle einen, der angefällt, das hat deine Pokémons Metronom, kopiert diesen. Ah! So, dann nehmen wir dich mal mit. Mauzi ist eh gekündigt worden. Jetzt ist natürlich die Frage. Nehmen wir mal die beiden Doppelfarblos-Energie rein.
bekommen. Auch wenn... Ah, ihr habt eine... Ja, ist ein bisschen risky, aber muss erstmal sein. Das muss erstmal so sein. Ich hoffe, das funktioniert. Weil, ich meine, mit Donner haben wir ja, fahren wir eine ganz schlechte Schiene hier, oder? Denn mal, die meisten, die wir hatten, waren relativ, ja, hatten auch Donnerschwäche. Magnetilo ebenso. Ah, nee. Zapdos ist so, Zapdos ist ein ganz krasser Vogel. Der ist auf einmal resistent dagegen. Warum auch immer. Speichern. Speichern. Ja. Auf jeden Fall, das war's für heute von Let's Play Pokémon Trading Card Game. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.